Und das war wieder ein schönes Beispiel. Wenn wir uns nicht trennen, dann sind wir oder können nicht erfolgreich sein, können nicht glücklich sein, können innerlich nicht frei sein, können nicht in unserer Kraft sein, können keine Vitalität haben, können keine Lebensfreude haben. Und zwischendurch ist es immer wieder mal notwendig, sich zu trennen. Was meine ich? Ein Unternehmer erzählt mir vor kurzem, für ihn war dieses Jahr ziemlich mühevoll. Er hat in gewisse Projekte sehr viel Geld, Energie und Zeit investiert. Das Ergebnis? Nichts. Kein Erfolg. Jetzt hat er herausgefunden, alles war umsonst. Es hat nichts gebracht. Hätte er früher hingeschaut, vielleicht mit einem guten Coach, der mit ihm reflektiert hätte, der mit ihm die Strategie und die Struktur überprüft hätte, der geschaut hätte, ist hier ein Fluss drin oder nicht. Ich mache sowas immer mit meinen Kunden. Und so sparen meine Kunden sehr viel Energie, sehr viel Zeit und sehr viel Stress. Dieser Unternehmer hat das nicht gemacht. Er hat immer weitergemacht. Er hat nochmal 10.000 Euro investiert. Insgesamt hat er fast 200.000 Euro in ein Projekt investiert, das schlussendlich nicht funktioniert. Im Nachhinein sind wir immer alle gescheit. Und da ist man alleine sehr oft überfordert und weiß nicht, ist das richtig oder das? Also jetzt, in dieser Zeit, alles alleine machen, alles alleine denken und alles alleine entscheiden, kann sehr viel Geld und sehr viel Zeit kosten. Und zwischendurch zu reflektieren und sich mal zu fragen, mache ich das so weiter oder nicht? Mache ich dieses Projekt weiter? Habe ich mit diesen Menschen weiterhin Kontakt oder nicht? Und schreib mal auf, das lasse ich alles los. Und ich habe das vor kurzem gemacht und da ist wieder so eine Liste zusammengekommen. Und ich habe entschieden, ich lasse diese Dinge alle los. Da sind Projekte dabei, da sind Ausrichtungen dabei, da sind auch Menschen dabei, da sind auch Geschäftspartner dabei. Quer durch, da kommen viele Impulse. Und wenn man diese Dinge loslässt, dann wird es auf einmal leichter, viel leichter. Auf einmal ist man wieder frei und kann seinen Fokus, seine Aufmerksamkeit wieder neu einrichten. Und dann fließen die Dinge wieder, viel leichter. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mir gerne. Mach auf alle Fälle die Liste, das lasse ich alles los. Und schau mal, ob du das loslassen kannst. Trenne dich von Dingen, die dir nicht gut tun. Und zwischendurch einmal im Monat so eine Liste zu machen, kann sehr viel Geld, Zeit, Vitalität, Energie und alles, was dir wichtig ist, sparen und kann dir sehr viel Lebensfreude bringen. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Ich hoffe, bis bald.